Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Atomic Heart. Ich habe eine kleine Pause gemacht zu der letzten Episode und ich bin immer noch irgendwie total auf Wallung. Das Adrenalin läuft irgendwie, obwohl es eigentlich nicht begründet ist. Also ich bin total aufgedreht. Fühlt sich gerade ein bisschen unwohl an, aber naja, ich hoffe, das legt sich wieder. Keine Ahnung, warum ich so Panik geschoben habe. Und ich habe immer noch nicht die Supervision. Wie ging denn die? Ah, ich wollte jetzt nicht X drücken, Mann. Komm nicht mehr drauf, wie das gegangen ist. Ich könnte natürlich mal schnell in den Einstellungen schauen. Steuerung. Empfindlichkeit, Vibration, Zielhilfe, automatisches Zielen deaktivieren. Hä? Hotkeys und so? Gameplay? Nee. Gibt's doch nicht. Na ja, gut. Ich werde es auch ohne irgendwie hinkriegen. Hast du das WDNA schon infiltriert, Major? Die Regierungskommission wird jeden Moment eintreffen. Ich bin drin und suche eine Möglichkeit, den Militärdrillmodus zu aktivieren. Hier war die Kacke am Dampfen. Das hat alles ziemlich verkompliziert. Sonst noch Fragen? Ja. Dann such schneller. Lass Dr. Sechenov nicht wieder hängen. Apropos dampfende Kacke. Zeig mir, was du drauf hast. Alter, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Alter. Arsch. Alter, wie viel sind denn da noch? Okay, andere Waffe. Alter, stirb. Kaum fange ich die Episode an, ist schon wieder High Life hier. Hey. Noch mehr? Hallo? Wieso arbeitet denn hier keiner? Was ist das? Okay, wir haben hier zwei Gänge. Ich glaube, das war der Gang, wo wir zuerst vorbeigelaufen sind. Okay, da könnten wir aufmachen. Sehe ich jetzt den Nutzen aber nicht. Machen wir mal hier auf. In der Rätselzeit. Oh, cool. First try. Charles, nachdem die ganze Beta-Connector-Idee tot war, haben Sie also die Neurokonnektoren mit Entscheidungsbefugnis gemacht? Leider ja. Der Machtkampf im Kreml hört niemals auf. Die Parteiführung wollte auch bei Kollektiv die Macht haben. Aber es ist doch unsere Regierung. Wir sind die UdSSR. So ist es. Aber Kollektiv war für alle auf der Erde gedacht. Und die UdSSR ist nicht das einzige Land. Wir können Kapitalisten und Imperialisten nicht in Kollektiv lassen. Warum nicht? Kollektiv als weltweiter Zusammenschluss gleichberechtigter Menschen, in dem Roboter alle Arbeiten erledigen. Jeder hat die gleichen Möglichkeiten. Das hören die Kapitalisten bestimmt nicht gern. Leider ist für Machthaber Gleichberechtigung nicht attraktiv. Damit der Kreml also nicht alles an sich reißt, hat Dr. Sechenov auf Entscheidungsbefugnisse in Kollektiv programmiert. Verstehe. Okay, haben wir da noch mehr fliegende Typ? Was war da oben jetzt gerade? Ich dachte, ich hätte da was gesehen. So, ich hab da noch ein Körperteil. Hier ist dein linker Arm. Na los, reparier dich selbst. Ja, fehlt ja nur noch der Kopf. Oder? Ja. Oh, da links oben. Ja, dann gehen wir wieder die Treppe nach oben. Was ist los mit mir? Ich bin irgendwie so aufgeregt. Das gleiche Gefühl, wie als ich damals Dead Space gespielt habe. So, noch eins nach oben. Kann ich nicht lesen. Was erwartet uns jetzt da hinten? Ausstellungsbereich wird gescannt. Modul Kopf gefunden. Ermittle Koordinaten.
strukturelle Scheiße, ist das dunkel hier. Ich habe bei der Sache ein ganz mieses Gefühl. Ganz ehrlich, das habe ich schon die... Oh fuck, das sind wieder die Dinger. Ja, scheiße. Fuck. Nein, scheiße, 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 scheiße. Nein. Alter, geht kaputt. Fuck, nein. Mars-Fokus. Alter, scheiße. Ich hab keine Energie mehr. Fuck. Sind da noch mehr. Alter, geht kaputt. Fuck. Fuck, fuck, fuck. Warum? Warum? Los, zeig's mir. Alter. Scheiß Dinger. Und keine Munition mehr. Fuck. Ah, wie ich diese Dinger hasse. Was noch mehr von diesen Dingern? War's das? Alter. Okay, alles einsammeln. Ah, jetzt seid ihr super Vision halt wieder geil. Was soll das sein? Soll das hier die Mondoberfläche sein? Sieht irgendwie cool aus. Oh, scheiße. Nein, die wollte ich jetzt gar nicht aktivieren. Das wäre jetzt gerade nach hinten losgegangen. Komm, brauch die Materialien, die Munition und mehr. Ah, da hinten ist noch was. Ja, her damit. Komm her. Komm, gib. Mann, wie ging diese beschissene Vision da? Das kann's doch nicht sein. Wie habe ich das gemacht? Soll ich jetzt mal kurz pausieren und mal kurz die ersten Let's Plays angucken? Das gibt's doch nicht. Übrigens, was hast du zu sagen hier? Der Neptun-Komplex ist eine Unterwasserstadt, ach, unter Wasser. Die sich seit 1944 am Grund des Lasursees befindet. Es handelt sich dabei um eine einmalige Forschungsanlage, die sich vor allem der Arbeit mit bestimmten Wasserpflanzen widmet, die für die Polymerproduktion verwendet werden. Kommen wir da auch mal hin? Die Struktur des Komplexes und die Präzision des Designs wurden in Ingenieurskreisen dermaßen bewundert, dass internationale Investoren... Aber warum sehe ich das eigentlich in den Steuerungen nicht? Das kann es doch nicht sein. Steuerung. Steuerung anpassen. Ah! Aufladen, Platz 5, nicht so viel Schockfähigkeit, Kartuschen mit Kreismenü, integrieren, Inventar, Scan, Left Alt. Linke Alt-Taste. Wow. Wow. Okay. Okay, ich weiß, wie man den Scan nutzt. Was war das? Schon erstmal da nach. Oder geht's da wieder nach draußen? Mach mal hier mal auf. Nur für alle Fälle. Was war das? Ach, diese kleinen Ärsche da. Okay, später einmal speichern. Und Munition. Munition. Shit, wir können da nichts herstellen. Außer die Schrotflinten-Munition. Können wir da irgendwas verbessern hier währenddessen? Nee. Oh, dich? Erhöhte Feuerrate. Naja, machen wir mal.
Bist du eigentlich... Nein, du bist nicht als böse gewertet. Kann ich da aufmachen? Du bist aber böse, oder? Ja, du bist böse. Der Impfroboter. Na dann machen wir mal auf. Nice. First try wieder. Okay, wir sind safe. Oh ja, einmal mitnehmen. Schön alles looten. Leck mich am Arsch, wo ist hier der gottverdammte Ausgang? Unterirdisch? Ja, leider. Mal kurz scannen. Nee, da ist nichts Gefährliches. Vorerst. Da ist eine Kiste. Geil. Munition ist mit dabei. Ich höre eine Kamera. Ach, leck mich doch. Wo soll ich den Kopf finden? Du musst die Icarus-Halle betreten. Dort befindet er sich auf der ersten Ebene. Und wo ist der Eingang? Bedauerlicherweise verfüge ich nicht über diese Information. Nach der Störung ist alles durcheinander geraten. Ach, sag bloß. Hast du mal überlegt, den Beluga mit Strom zu versorgen? Fuck. Wie soll mir das denn helfen? Ich weiß nicht. Das war ja nur ein Vorschlag. Ja, ein Versuch kann nicht schaden. Ist ja nicht so, als hätten wir viele andere Optionen. Tereshkova, wo ist dir der Generatorraum? Ganz oben. Ja, war ja klar. Fantastisch. Wir sind also abgeschnitten. Was will man mehr? Gut, aber wenigstens ist die Kamera jetzt im Arsch. Was haben wir hier drin? Was zum... Was willst du von mir? Soll ich denn dich drehen? Hä? Bitte nochmal. Wie genau? Hä? Das bringt es irgendwie auch nicht. So auch nicht. Und weiter geht's auch nicht. Hä, wie soll denn das aufgehen? Ah, jetzt. So ein schräges Rätsel. Was war denn das Problem mit den echten Beta-Konnektoren? Da Kollektiv ursprünglich ohne Entscheidungsbefugnis geplant war, sollten darin eigentlich alle gleich sein. Ja, darüber haben wir schon geredet. Wozu brauchte man dann die Beta-Konnektoren? Um Kollektiv gegen Bedrohungen durch Personen zu schützen, die die Kontrolle übernehmen wollen. Das ist unmöglich. Im Kollektiv sind alle gleich. Ach, scheiße, der Alpha-Konnektor. Genau. Eindringlinge oder oppositionelle Gruppen könnten versuchen, den Alpha-Konnektor zu beschaffen. Das könnte zu menschlichen Opfern führen und das wäre inakzeptabel. Gut, und wie würden die Beta-Konnektoren das verhindern? Sie verliehen ihren Trägern kein Entscheidungsbefugnis, ermöglichten es ihnen aber, im Kollektiv zu sein, ohne dazuzugehören. Mit anderen Worten, sie waren komplett autonom, behielten aber den Zugang zum Informationsnetz. Na und? Das ist doch im Prinzip der jetzige Zustand. Du siehst es aus menschlicher Perspektive. Ja, welche andere Perspektive könnte ich denn... Ach, scheiße. Der Boss wollte einige Roboter mit Beta-Ringen versehen, damit niemand im Kollektiv sie kontrollieren kann. Dr. Sechenov wollte seine Zwillinge mit der Bewachung des Alpha-Konnektors betrauen. Wenn er bei Kollektiv eingeloggt war, konnte er sie von überall auf der Welt steuern. Doch niemand anders würde ihnen Befehle geben können oder auch nur wissen, dass sie existieren. Warte mal, Charles. Eine Sache kapiere ich nicht.
Wäre es möglich, kollektiv so zu starten, dass alle gleich sind und dann den Alpha-Connector zu zerstören? Natürlich, aber da stellt sich die Frage, wer würde das denn wollen? Dr. Sechenov. Bist du dir da sicher, Genosse Major? Ja, ich meine, ich glaub schon. Was ist das hier? Da oben sind wieder böse Sachen. Na? Oben ist noch was Rotes. Also, wo ist denn jetzt ganz oben? Oh. Okay. Bist du Gegner? Ja, fuck. Danke fürs Abstürzen. Noch mehr? Ja, da oben. Ich gehe erstmal hier lang. Was mir nichts gebracht hat. Na gut, dann gehen wir mal hier lang. Hopp. Wer ist hier? Es sind sogar zwei da oben. Sind da oben drin. Muss ich da jetzt wirklich ins Wasser rein? Ach, wir machen es einfach mal. Bitte mach keinen Scheiß, bitte mach keinen Scheiß, bitte mach keinen Scheiß. Dankeschön. Naja, da kann ich auch nichts aufnehmen. Ah, I see. Was zum Sammeln? Nö. Na gut. Du verstehst nicht. Die Situation ist kritisch. Die Frage, wie weit muss ich hier? Ich gehe. Es bleibt keine Zeit mehr. Man sieht's nicht so gut, wo man eigentlich hin muss. Muss ich hier hin? Ja, ich glaube, das war richtig. So, nach oben. Und jetzt? Ach, doch rechts. Aber immerhin gut die Musik am Laufen. Übrigens, aufmunternde Musik. So, darüber. Hallo? Da, auf. So, andere Seite. Bleiben wir mal kurz stehen. Bitte greif mir jetzt nichts an. Ist gerade eine ganz schlechte Position. Oh shit, ich brauche wieder so Heilungsdinger. Nein! Oh, ich bin aus Versehen auf X. Ja gut, ich habe wenigstens die Kleinen. Sonst noch einer hier? Nee. Zumindest fürs Erste. Okay, Spind-Action. Okay, da hängt mal wieder einer. Oh. Oh, hallo. Noch einer? Na, Kollege, du hängst dir mal ein bisschen rum. Hallo. Alla. Okay. Bisschen machen. Bisschen was mit der Durchschlagskraft. Und die Kiste gehört mir. Nice. Was ist das? Wird das jetzt schon ausgerüstet? Ich glaube, wir haben eine neue Waffe gekriegt. Das, was man im Menü immer sieht, das riesenfette Teil da. Ich glaube, ich möchte euch loswerden. Ja, kommt sie raus? Ah ja. Und der nächste, komm her. Und der letzte.
Okay, cool. Sonst... Oh, ja, euch nehme ich auch mit. Nice. Irgendwas übersehen? Oh ja, da. Einmal. So. Oh, wir sind ja fast wieder im Freien. Endlich. Okay. Splitterpartie. Bitte lass nichts abstürzen, während ich das mache. Ich hätte wirklich nichts dagegen, wenn wir mal ein bisschen mehr im Freien draußen wären. So, da noch rüber. Dankeschön. Mehr Gegner? Das sind rote Sachen. Hier kommt der Strom her. Ist es? Ich bin ja so dumm. Und wegen meiner Dummheit bin ich gestorben. Falls jemand mich begräbt, gehören diese Worte auf meinen Grabstein. Was ist passiert? Was ist passiert? Ich wollte fliehen, aber ich wusste nicht, wie man diese Dinger am Boden dreht. Hätte ich nur den Durchgang öffnen können? Es ist ein Sicherheitsrelais. Sieht ganz einfach aus. Aber ich geriet in Panik und tat etwas Dummes. Und dann plötzlich Blut. Schmerzen. Und das war's. Ja, du musst dir der Farbe nach einstellen. Naja, dumm gelaufen. War nicht deine Schuld. Ich sag der Fremdenführerin, dass du hier bist. Ach, das Teil. Kann ich hier aufmachen? Wir können hier raus. Aber wirklich weit kommen wir nicht. Oh, scheiße, die Dinger wieder. Alter, geht kaputt. Aber wie viel Schuss kannst du ab? Ist ja schlimm. Alter, wer hat mich hier getroffen? Da war doch noch irgendwas. Ach, da hinten. Nice. Na, wie gefällt dir das? Na, sicherlich nicht mit mir. Alter, geht drauf. Einer noch. Komm her, kleiner Mann. Oh, ist ja voll das große Gebiet hier. Noch mehr. Noch einer. Nö. Ey, Moment mal. Guck mal, wir können mit dem Auto fahren. Nee, oder? Nein, wir können Auto fahren. Aber das will ich jetzt eigentlich gar nicht. Jetzt mal kurz schauen. Sachen hier einnehmen. Ja, hier. Wir könnten hier wirklich wegfahren. Das wird so die Uhr, oder? Ja. So, komm. Einsammeln. Dankeschön. Komm. Jetzt nimm doch alles mit hier. Ja, gut, dann halt das halt nicht. Cool. Ich glaube, hier geht es wirklich generell wieder raus. Na gut, dann bleiben wir erstmal hier. Wir merken uns erstmal, dass wir hier ein Auto haben. Und da drin gibt es sowas zum Abholen. Fat Boy. Ja, Vollart lässt grüßen. So, Oh ne, shit. Muss alles blau sein. Haben wir hier. Ah. Das war nicht die Lösung. Das ist schon besser. Musst du vielleicht hier nach ganz rechts?
einen zweiten Verteiler. Oh doch, wir haben einen zweiten Verteiler. Du einmal drehen. Und dann müssen wir dich nochmal drehen. Bringt gar nichts. Was ist, wenn man das umgekehrt machen? Wenn du da nochmal eins nach links gehst. Du einmal hier drehen. Und jetzt so. Nice. Was ist das jetzt? Ah ne, jetzt wieder. Okay. Den ganzen Weg wieder retour. Ich glaube nicht, ob ich da einfach reinspringen könnte. Und irgendwas fliegt hier wieder rum. Oh, da drin. Mal eine übersehen von den Fliegenden da. Wie komme ich jetzt eigentlich? Ach so, Moment. Und jetzt hier hin. Sowas nicht gedacht. Na gut. Solange es funktioniert. So, dreh dich mal um. Da lang. So, Flappy Bird. Da hinten. Warum sind da wieder so viele? Lol. Oh, ein Schuss reicht. So. Die Tür da hinten ging ja nicht auf. Vielleicht geht's ja jetzt auf. Nee. Genau, gleichen Weg wieder retour. Obwohl ich da nach wie vor gern einfach runterspringen würde. Ist zu hoch, ne? Ich will es nicht riskieren. Wobei, da jetzt einfach reinspringen? Ah, oh, das geht. Der Verstand leitet uns. Cool. Komm ich da. Ja, wir können da einfach schwimmen. Ich würde sagen, da geht's wieder raus. Wenn man uns das Spiel lässt. Cool. Lass mich durch. Wird das jetzt alles? Nee, ernst jetzt? Okay, dankeschön. Dachte schon, wir müssen irgendwie einen anderen Weg gehen und ich bin das jetzt total für nix. Aber der Untergang. Ja, genau. War ja klar. 7 Schuss. Oh, Schrotflinten-Action. Servus. Scheiße. Alter. Nein. Alter. Komm her. Fuck. X, X, X. Alter, schieß mal. Wasche, wasche. Fuck, fuck, fuck. Okay, andere Waffe, andere Waffe. Andere Waffe. Pistole vielleicht. Okay, einer down. Alter, geh down, geh down. Alter, geh down. Fuck, 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 fuck. Ah! Diese scheiß Roboter. So, noch einer. Ich brauche unbedingt mehr Munition. Oh, wo kann ich noch was einsammeln? Ach, da. Sonst noch wo? Ja, da.
Ja, dann es werde Licht. Sehen wir mal, ob das hilft. Ja. Wow. Und? Oh ja. Nicht so wie geplant, aber gut. Solange wir jetzt hier nach oben kommen. So, was zum Einsammeln? Also, ja, was haben wir denn rot. Da? Tereshkova, hörst du mich? Ja, lieber Genosse. Die Kommunikation ist wiederhergestellt. Okay, wo ist jetzt dein Kopf? Mein Kopf ist da, wo er hingehört. Aber Claires Kopf müsste irgendwo auf deiner Etage liegen. Zugang gewährt. Oh, Munition. Kalaschnikow. Ja, maximal, würde ich sagen. Dankeschön. Aber das ist jetzt auch wirklich bei mir im Inventar drin. Und vor allem, was sind das für geile andere Waffen? Was soll es sein, Major? Waffen oder Fähigkeiten? Was? Nein, noch nicht Fähigkeiten. Ja gut, andererseits. Geil. Ich hab schon mega viel. Was haben wir hier? Verbesserung der Anzugserhöhung der maximale Gesundheit. Ja, gern. Was haben wir hier? Medieeinheitverbesserung. Da gibt es ein Parcours. Resistenz gegen Elementarschaden. Ja. Man muss erstmal das hier machen. Okay, was haben wir hier noch? Polymerstrahl. Hochdruck. Der Druckkammer, der maximale Reichweite des Polymerstrahls kontrolliert. Mehr Reichweite. Handschuh kann Ziele und Oberflächen mit dem Strahl Kampfpolymer beschießen. Kampfpolymer kann entzündet, elektrifiziert oder eingefroren werden. Aha. Und hier sind wir schon voll. Oder wie? Erhöht die Energieregulationsrate. Ja, bitte, danke. Zugang gewährt. Ich will also erstmal wegen den Waffen schauen. Ach, das kann ich natürlich nicht herstellen. War ja klar. Okay, heißt wieder mehr sammeln. Oh, Elektrobombe. Was ist das? Glaubt ihr, das ist ein Comic hier? Das sieht gefährlich aus und so wie das aussieht, wird es vermutlich ein Endgegner werden. Ja. Sieht aus wie ein Irrgarten für Kinder. Das wird ein Selbstläufer. Das glaube ich nicht. Wo muss das überhaupt hin? Du bist ja ein ganz schöner Springteufel. Ach, diese Kipprätsel. Wo muss das hin? Warte mal, ich muss das überhaupt drehen. Ach, da hinten rein. Oh, ich weiß auch schon, wie ich da hinkomme. So, Kugel. Komm mal hier runter. Ja, da runter. Tja, und wie drehe ich dich jetzt? Ja, ist nicht so das Problem. Dann jetzt da rein. Nice. Runter. Hey, ich glaube, ich hab's. Runter, runter, runter. Also wenn man das anfassen kann, dann hätte ich das jetzt vielleicht einfach runter und hätte die Kugel einfach von Hand da reingemacht. Komm, runter da. Jetzt auch ab. Okay, das Ganze jetzt mal drehen hier. Komm, da runter. Und jetzt... Komm. Jetzt kommen wir weiter. Na, das war falsch. Nein. Da komm. Nein, nicht da rein. Oh, Sackgasse. Komm. Also weiter nach links. Genau, und jetzt schön da rein. Komm. Nein. Ach, nö.
Weißt du überhaupt, yes, was du da tust, Major? Ja, glaub schon. Komm, 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 komm. Yes, nein, nein, nein. Ja, da runter, komm. Warte kurz. Yes! Aha! Und jetzt? Na also, geil. Wer sagt's denn? Wir sahen im Sonnenschein. Es war ein am Wegrand kaum geborgen, auf Sand und Kieselstein, die Beine hoch. Das Ding wird mir doch angreifen, oder? Es sieht so nach Arena aus. Ließ es ganz ohne Scham und frech den Leib uns schauen. Das kann nicht sein, einfach sein. Die Sonne brannte so auf dies verfaulte Leben, als koche es sie gar. Okay, stell hier weg. Ja, ich hab den Kopf gefunden. Wir müssen weiter. Charles, wie viel Zeit bleibt uns noch? Ich weiß nicht genau, aber viel ist es nicht mehr. Endlich. Kann ich hier raus? Ich hab alle ihre Teile. Gut, schnell weg. Gott sei Dank. Alles haben wir jetzt. Da hinten war noch irgendwas. Was ist da hinten? Macht es Sinn, dass ich mir vielleicht ein paar Medi-Sachen hole? Komm da gar nicht hin. Außer ich springe vermutlich da hin. Moment mal. Kann ich auf die Wolken? Ich kann. Ah, ich hätte. Ah, verstehe. Nice. Kann es jetzt. Ach so, das ist dann wieder die Info für die Wolkenstadt. Charles, okay. Nachdem Dr. Sechenov die neuen Gamma-Konnektoren hergestellt hatte, hat er die alten Beta-Konnektoren zerstört, oder? Offiziell ja. Aber zerstört wurde nur die Technik zur Herstellung der Beta-Konnektoren. Die zwei Prototypringe wurden aus den Aufzeichnungen entfernt und gelten als wiederverwertet. Warum der ganze Aufwand? Er wollte die Früchte seiner gewissenhaften Arbeit nicht zerstören. Dr. Sechenov behielt sie einfach als Andenken. Und wo sind sie jetzt? Sie waren irgendwo in Sechenovs Wissenschaftszentrum. Hier in der Anlage 3826. Aber seit die Störung begann, sind sie offenbar verloren gegangen. Offenbar? Dir ist die Lage doch klar. Derzeit weiß niemand etwas Genaues. Die Ringe könnten auf irgendeinem Labortisch liegen oder von wild gewordenen Robotern zerstört worden sein. In Kollektiv werden sie nicht mehr gebraucht. Dr. Sechenov und seine Wissenschaftler können auch ohne sie jedes Problem lösen. Ich bin ganz deiner Meinung. Na, Willkommenskomitee? Ja, natürlich. Hallo, komm her. Wie gefällt dir das? Komm her. Fuck. Licht aus. Oh, fuck. Okay, andere Waffe. Fuck. Alter. Alter, ihr Ärsche. So, noch mehr. Ah, ich hoffe mal nicht. So, Schrotflinte. Ich glaube, die Schrotflinte braucht einfach mal ein bisschen mehr Power. So, ganz nach unten. Ich wäre froh, wenn es keine weiteren Überraschungen mehr gibt und dass wir hier endlich rauskommen. Gut, Musik hat auch aufgehört. So, also da, gut, dein Kopf. Den Kopf installieren. Alle Körperteile wurden zusammengesetzt. Und jetzt? Selbstreparatur abgeschlossen. Da bist du ja. Ich bin betriebsbereit. Danke, Genosse. Wir initiieren jetzt die Startsequenz. Erste Startcode-Sequenz erstellt. Bestätige, dass die Startcode-Sequenzen übereinstimmen. Zweite Startcode-Sequenz erstellt. Startcode-Sequenzen stimmen überein. Initiiere Wechsel des WDNH-Betriebsmodus. Neuer Modus, Militärdrill. Ich glaube, wir haben es geschafft. Danke, meine Damen. Danke, lieber Genosse. Genosse Molotow, ich bitte Sie,
Hier ist es nicht sicher. Immer noch gefährlich? Mir wurde gesagt, es sei alles unter Kontrolle. Es gab ein kleines Problem, aber Major Nechayev, Verzeihung, ich meine Agent P3 hat sich bereits darum gekümmert. Worum genau hat er sich gekümmert? Hier ist ja alles voller Blut. Das ist kein Blut. Das ist Farbe. Genosse Sechenov, Sie spielen da ein gefährliches Spiel. Ich grüße Sie, Genosse Molotow. Von welchem Spiel reden Sie? Sie wissen genau, was ich meine, Genosse Sechenov. Ihre lokale Störung ist in Wirklichkeit eine weltweite Katastrophe. Roboter im Kampfmodus. Zahllose Menschenopfer. Soll ich fortfahren? Aber gerne doch. Doch zunächst möchte ich wissen, von wem haben Sie diese Informationen? Von Wassiljewitsch Petrov, Ihrem Ingenieur. Ein hervorragender Robotiker, ein angesehener Bürger der Sowjetunion. Das war er einmal. Jetzt ist der Gefangener Nummer 2303-85 verurteilt zu gemeinnütziger Arbeit im Wawilow-Komplex. Auf Ihren Befehl und in direkter Verletzung des sowjetischen Rechts. Als Minister, Industrieminister, kennen Sie die Konsequenzen. Hier ist das Dekret des Generalstaatsanwalts. Der Start des neuronalen Netzwerks Kollektiv wird nicht stattfinden. Und Ermittlungen zu Ihrer Person werden aufgenommen. Habe ich mich klar ausgedrückt, Genosse Sechenov. Genosse Molotow, könnten wir sprechen? Unter vier Augen. Glauben Sie dadurch etwas zu ändern? Schön. Treffen wir uns hier in 15 Minuten. Michael, treffen am Landeplatz. Aber sofort. Tut mir sehr leid. Nur zu, nur zu. Haben Sie es nicht eilig, Ihren Meister zu sehen? Stockhausen wirkt sehr beflissen. Stimmt das nicht, Major? Major, ich habe Sie was gefragt. Tür verriegeln. Was soll das? Ich sagte Tür verriegeln. Was ist jetzt los? Was war denn das jetzt für ein Abgang? Hallo? Oh. Hä? Flashback mal wieder? Komm zu mir. Was zum... Okay. Was bist du? Ich habe Fragen. Aber ich muss schon sagen, das sieht sehr geil aus. Was genau erleben wir hier da? Oh, man kann die sammeln. Alter, krass. Holy Bullet Time. Es gibt ein Achievement, wenn man die alle sammelt, aber nee, ich glaube, das mache ich nicht. Das soll seine Vergangenheit sein. Und ich kann auf dem Wasser gehen. Was für eine geile Inszenierung. Was macht's? Ja, ich fahr gar nicht. Aha. Okay, wir können sogar das Flugzeug. Lol. Okay. Abenteuer Traumland.
Okay, also hier müssen wir vermutlich schnell sein oder so. Also die Sequenz hier. Okay. Oh, I see. Das ist also nicht so geil. Wow, 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 wow. Ah. So, macht's mal wieder euer Ding da. Also immer wenn es so wackelt, dann gehen sie gerade ab. Okay, man kann aber dazwischen drin stehen. Na komm, geht's nochmal auf. Nein! Oh, Gott sei Dank. Das war jetzt mehr Glück. Das ist wieder diese komische... Was auch immer du bist. P3, mein Junge. Du lebst. Mehr oder weniger. Genosse Sechenov. Die Regierungskommission. Sie sind tot. Molotows Leiche ist hier. Was ist mit den anderen? Wie viele Leute waren bei ihm? Alle sind wir das gewesen? 15. Einige könnten überlebt haben. Finde es heraus. Was zur Hölle ist hier passiert? Wer hat das getan? Die Roboter kamen wohl rein. Du hattest Glück, heil zu entkommen. Genosse Sechenov, die Kommissionsmitglieder sind tot. Alle. Das ist tragisch, aber es ändert nichts. Kollektiv muss immer noch aktiviert werden. Ganz meine Meinung. Aber was machen wir mit dem toten Politbüro-Mitglied? Wir haben da nicht viele Optionen. Rechts, kümmere dich. Michael, gehe zur Sendeanlage und sorge dafür, dass die Regierungsleitung gekappt ist. Beeil dich. Jawohl, aber der Kreml wird einen Bericht des Genossen Molotow erwarten. Ich werde das Politbüro persönlich über diese Tragödie informieren. Schnell, Michael, wir haben nicht viel Zeit. Hat er uns vielleicht irgendwie gesteuert? Es ist doch mal super faul, was hier passiert ist. Wie geht's dir, mein Junge? Nicht gut. Ich habe wieder versagt. Es ist einfach zu viel. Es ist für uns alle zu viel, dieses schreckliche Ereignis.
das für eine kranke Scheiße? Was? Was war das? Ein Tribut an die Verstorbenen. Bitte was? Genosse Setschenov, wir haben ein Problem. Der Hauptsender wurde aktiviert. Jemand will dem Westen Informationen zukommen lassen. Wer könnte das getan haben? Es gibt nur zwei Leute, die in der Lage wären. Petrov und Sie. Petrov ist tot. Ich habe seine Leiche Nur den Körper. Bei Petrov kam es immer auf den Kopf an. Es war sein Körper. Wie ist das möglich? Filatova. Wenn deine Komplizin eine Neurochirurgin von Dr. Filatovas Kaliber ist, dann ist wohl alles möglich. Hast du das Signal verfolgt? Petrov verschleiert seine Signatur, aber er ist sicher in einem der Wissenschaftszentren. Ja, lass mich raten. Wir müssen da wieder hingehen. Hast du das gehört, mein Junge? Finde ihn. Sofort. Was für ein Kack. Wir tun hier das Falsche. Und vor allem uns geht es ja immer noch nicht gut. Eine Pause wäre vielleicht mal nicht schlecht. So eine abgedrehte Kacke. Na gut, liebe Leute, das war's erstmal Charles, mit der Episode. Was zur Hölle ist hier unten passiert? Was meinst du genau? Ja, das machen wir in der nächsten Episode. Wenn es euch gefallen hat, lasst vielleicht einen Daumen nach oben da oder sagt einen Kommentar. Und wenn ihr mich unterstützen wollt, werdet doch vielleicht Mitglied vom Lion Squad. Und dann seht ihr die ganzen Episoden wesentlich früher als normal. Bis dann, bleibt gesund. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.